Hier ist nix. Hier ist nix. Dann ist hier nix. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist... Moment. Hier war noch was. Da hinten. Da hinten. Wir haben jetzt... gehe ich jetzt? Nee. Hä? Nee, jetzt gehe ich zurück. Jetzt gehe ich wieder. Richtig. Kurzer Ruckler. So, hier sieht's... gebranntes Dorf. Hier sieht's allgemein nicht so nett aus. Es stinkt nach Schwefel. Seltsam. Schweren Herz, das ist nur so für die Körper. Ja, schön. Ich will die. Moment, hä? Jetzt hab ich hier so eine Quest. Ich bin nicht wegen der Quest hier. Ich bin auf. Ja. So, die Höhle. Bla 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 bla. Sesse. Ich will hier die Quest. Switch erstmal die Quest hier um, ne? Ich will hier zum. Wo ist denn hier das Artefakt? Hinten irgendwo. Was schon wieder Fling! Da unten? Wie komme ich denn da hin? Ach, da muss ich ja an den vorbei. Der wird mich bestimmt umbringen. Hier ist doch noch irgendwas. Na gut, dann gehen wir an den vorbei. Die werden bestimmt mit uns reden und uns angreifen und uns töten und... Nein, nicht. Dann machen sie es nicht. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ich denke mal, das ist genau dieselbe Hülle, wo wir auch diese Zwergenquest machen. Mit dem, ja, geh da und bla und da riecht ihr so verbrannt nach Schwefel. So wird es kein Problem sein, wenn wir die dann auch gleich nebenbei noch machen. Na, es sieht so aus, als wäre nicht alles verbrannt. Na, was steht hier noch? Hexer, ich hätte Arbeit für dich. Was denn? Um was für einen Auftrag geht es? Um genau den richtigen für dich. Ich kenne einen Sammler in Wengerberg. Er zahlt gut für Kuriositäten aus der Monsterwelt. Grabspinnengift, Neckerherzen, kein Problem. Harpyenfedern. Ach so, warum denn Federn? Ich habe ihn nicht gefragt. Das ist eben seine Bestellung. Über welche Summe sprechen wir denn? Ich sag dir was. Bring mir ein Bündel von schönen Federn. Ich zahle dich aus und wenn du findest, dass das Honorar stimmt, sehen wir weiter. Ein Bündel Federn reicht ihm nicht? Ich werde mehr holen müssen? Vermutlich. Und? Versprechen kann ich nichts. Ich bin ziemlich beschäftigt. Echt, Mann, ich bin sehr beschäftigt. Sag voller. Nein, Geralt! Boah, wie jedes Mal sich immer die Quest ändert. Das fand ich ja im ersten Teil besser. Das hat sich dann ja nicht immer hin und her geswitcht hier. Voll ätzend. Jo! Guten Tag! Ich mach dich fertig!
kann gar nichts. Kann man die auch looten? Harpien Federn. Und dann hätten wir zumindest... Hätten wir dann schon mal... Das Medaillon fängt mich wieder. Hätten wir zumindest schon mal die Federn an. Medaillon was? Also entweder, also das ist ja scheinbar. Achso, hier können wir. Achso, hier können wir was anwenden, damit das runterfällt, ein Stein oder so. Keine Ahnung, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Geralt kann also so. Nur finde ich das doof, dass ich nicht. Dass ich manche Sachen nicht looten kann, oder ist es so gewollt? Ich meine, den Harpien einfach so die Federn auszureißen, das ist doch kein Problem. Ja, hallo. Von hinten angreifen, finde ich aber nicht nett. Ja, ich habe höheres Wissen über die Harpien gesammelt. Das ist super, dass ich das hart gemacht habe. Dass ich jetzt mehr weiß über die. Darf ich euch jetzt mal looten oder so? Ja, hier. Ich brauche doch die Federn. Das heißt, ich darf den Rest des hier oben auch looten. Ja. Darf ich wirklich. Ich darf scheinbar im Kampf nicht looten. So, ich switch jetzt mal kurz um auf die Quest... Harpienfedern? Da. Hab ich die denn? Weil dann kann ich die nämlich jetzt schon abgeben. Ich gucke mal. Harpienfedern habe ich 15. Das heißt, das funktioniert. Gut, dann gebe ich die nämlich gleich mal ab. Dann habe ich nämlich die Quest schon mal weg. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich dann noch eine Folgequest bekomme von denen. Aber zumindest habe ich dann... Habe ich dann schon mal... diesen Teil gelöst. So, jetzt stecke ich mein Schwert kurz weg, bevor der auch noch mich versucht anzugreifen. Das ist ein Gebäude. Ich habe die Federn. Wunderbar. Allerbeste Qualität. Das ist aber schön. Ich zahle für jedes Stück. Wenn du verdienen willst, bring mir noch mehr. Bisschen Geld schadet nie. Ich werd's im Kopf behalten. Ausgezeichnet. Ich warte. Neue Quest. Sammle 60 Federn und bringe sie zu Elton. Zu Elton! Na der, Heini, ja so, wusstest du auch hier. TV Total lässt grüßen. Das ist so eine Nebenquest, die man jetzt eigentlich immer wieder machen kann, ne? 60 Federn soll ich jetzt sammeln. Mal gucken, wenn ich jetzt die... das ist jetzt die falsche Quest. Wenn ich jetzt die magierhafte Schwur mache, wie viele Harpien ich da noch kille, um dann, vielleicht habe ich dann 60 Federn zusammen. Das ist natürlich sehr praktisch. Also Harpien... Scheut euch nicht, euch zu zeigen. Hab ich mich gerade voll erschrocken.
Aber bitte so, dass ich euch auch bemerke. Na komm. Geralt, du bist nicht mehr im Kampf. Ich muss die doch looten. Also ich habe doch 3 besiegt, mindestens. Da ist doch die andere. Das Medaillon schlägt aus. Soll ich das noch machen? Es sieht echt nichts. Ich dachte, da passiert was. Okay, dann machen wir es nicht. So. Ich mach mal kurz, zack. Wo ist das jetzt? Zack. Hab ich mal kurz meine Windows-Taste gesperrt. Kann man aber bei einer Tastatur nämlich machen. Weil wenn ich nämlich jetzt immer so merke, ich muss Steuerung immer mal wieder drücken, um dieses Menü hier zu öffnen, dann kann es auch schon leicht mal passieren, wenn man nicht hinguckt, dass man die Windows-Taste trifft. Und wenn die dann gesperrt ist, dann passiert einfach gar nichts. Das habe ich dann. Das habe ich dann doch lieber, als wenn ich dann jedes Mal die Aufnahme neu starten muss. Da dich dann das Startmenü öffnet. Ja, das Startmenü, genau. Eigentlich wisst ihr ja, dass ich aktuell Windows 8 benutze. Ne? Deswegen Startmenü, dann öffnet sich ja, ne? Das ist schon die Kacheloberfläche. Aber da ich dummerweise irgendwie durch. Ich habe nichts gemacht, ja. Ich habe auch nicht irgendwelche Patches oder sowas aus dem Internet runtergeladen. Nein, ich habe einfach nur Windows Update normal im Hintergrund laufen lassen und der hat mir dann Windows 10 installiert. Also ungewollt alles ein bisschen gelaufen. War ich auch ein bisschen sauer drüber. Ich habe es auch erst gar nicht gemerkt, habe dann C-Cleaner drüber laufen lassen und dann war dann auf einmal, habe ich dann gemerkt, der braucht ein bisschen, Schlüssel erforderlich. Er braucht ein bisschen, um den Vorgang abzuschließen. Hab dann gemerkt, der hat eine ältere Windows-Version gelöscht. Und hab dann, ja, scheiße, Windows 10 in Preview Edition ist drauf. Und er hat zwar alles übernommen, alles und auch Speicherstände und hast nicht gesehen. Das ist auch super, dass er es übernommen hat. Aber Windows 8 ist halt nicht mehr da. So, ist das die Höhle, wo ich rein muss? Ja, scheinbar. Also Windows 8 ist halt nicht mehr da. Und es gibt zwar die Möglichkeit, immer wieder zurück zu switchen. Aber das geht ja halt nicht, weil die Windows 8 Version ja gelöscht ist. Das ist halt sehr schade. Da muss ich jetzt gezwungenermaßen auf einer Preview Edition von Windows 10 ich da jetzt arbeiten, weil ich keine Lust habe, jetzt nochmal Windows 8 drauf zu installieren und dann nochmal alles neu einzurichten. Da habe ich keine Lust drauf. Aber bis jetzt läuft ja auch ganz gut. Man soll es halt nicht machen eigentlich. Aber bis jetzt läuft das ganz gut. Und außer, dass jetzt momentan ein kleiner Windows Update-Bug in der Edition drin ist, dass man halt nicht richtig updaten kann, oder zumindest keine Build-Updates machen kann. Aber das ist nicht so das Problem. Das will Microsoft ja fixen. Und dafür ist ja so ein Test auch da. Trotz dessen würde ich doch lieber auf der Windows 8 Version bleiben, oder also auf der offiziellen original-releaseden Version, Windows 8.1. Aber gut, wenn das halt so ist. Bis jetzt habe ich halt keine Probleme feststellen können, die irgendwie mich im Benutzen meines PCs behindern. Also kann man das ruhig, man kann es ruhig nutzen. Also das ist ja, also man kann es auch, bis jetzt habe ich keine Probleme und sehe ich auch nicht irgendwas, irgendwelche Probleme, dass man das nicht halt auch,